Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Out of the Dark bei dem YouTube-Kanal für alle Angehörigen da draußen von psychisch Kranken. Und im heutigen Beitrag möchte ich auf einen Kommentar eingehen, der unter eins meiner Videos geschrieben wurde. Und dieser Kommentar lautet: Das Schwierigste im Umgang mit psychisch Kranken ist es, die dunkle Aura zu ertragen, die psychisch Kranke Menschen umgibt. Die Aura ist bei diesen Menschen wie ein schwarzes Loch, welches Energie von anderen zieht. Und dieser Aussage würde ich zu 100% zustimmen und ich würde sogar noch sagen, das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum Menschen mit psychischen Erkrankungen irgendwann beginnen zu meiden, weil sie einfach feststellen, dass diese permanente Negativität dazu führt, dass man selbst in dieses schwarze Loch des Pessimismus hineingezogen wird. Und jetzt hast du natürlich als Angehöriger eines psychisch Erkrankten diesen Zwiespalt, dass du auf der einen Seite deinem Erkrankten helfen möchtest, für diesen Stütze sein möchtest, aber auf der anderen Seite hast du das Problem, dass dir diese Hilfe, die du dem Erkrankten anbietest, auch dazu führt, dass es dir selbst irgendwann an positiven Gedanken fehlt und du das Gefühl hast, dass diese Negativität, die mit der psychischen Erkrankung einhergeht, dich auf irgendeine Art und Weise zunehmend verschlingt. Und wie du es also hinbekommen kannst, dass du auf der einen Seite deinem psychisch erkrankten Angehörigen hilfst und auf der anderen Seite du nicht von der Negativität des Erkrankten verschlungen wirst, darüber möchte ich im heutigen Video sprechen. Deshalb bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich bin mir sicher, du wirst einiges für dich und deine Situation daraus mitnehmen können. Letztendlich ist es nichts anderes wie ein Austausch von Energie. Das heißt, du verfügst über ein gewisses Maß an Energie und einen Teil dieser Energie lässt du deinem psychisch erkrankten Angehörigen zukommen, indem du beispielsweise diesem zuhörst bei seinen Problemen, indem du für diesen Stütze bist. All das sind Formen von Energie, die von dir zu dem psychisch Erkrankten abwandern. Ein Großteil dieser Energie geht bei dem psychisch Erkrankten unter. Das liegt nicht daran, weil der psychisch Erkrankte ein schlechter Mensch ist, sondern diese Form der Negativität ist Teil von psychischen Erkrankungen. Das heißt, deine Energie wird da verschlungen wie in ein schwarzes Loch und wird auch nicht mehr zurückkommen. So, wenn du das jetzt permanent betreibst, dann verschlingt der psychisch Erkrankte, wie auch in dem Kommentar meines Abonnenten beschrieben, deine Energie. Das kannst du dir jetzt mal ganz vereinfacht so vorstellen: Du bist die Tankstelle, der psychisch Erkrankte ist das Auto und dieses Auto wird mit der Energie, also mit dem Kraftstoff von dir, also von der Tankstelle, betankt, um sozusagen durch das Leben fahren zu können, in Anführungszeichen. Irgendwann ist aber auch der größte Tank einer Tankstelle leer und es fließt kein Kraftstoff mehr von dem Tankstellenschlauch in das Fahrzeug. Und dann ist der Punkt, an dem du als Angehöriger des psychisch Erkrankten über keine Energie mehr verfügst und somit auch dem psychisch Erkrankten keine Energie mehr zukommen lassen kannst. In anderen Worten ausgedrückt, solange die Tankstelle Kraftstoff hat, kann die Tankstelle dem PKW Kraftstoff geben. Hat die Tankstelle keinen Kraftstoff mehr, kann der PKW keinen Kraftstoff mehr bekommen. Damit du dem psychisch Erkrankten permanent Energie, also Hilfe und Stütze sein kannst, benötigst du letzten Endes auch etwas Externes, was wiederum deinen Energietank auffüllt. Und das sind diese gigantischen LKWs, in denen der Kraftstoff zur Tankstelle transportiert wird. Ja, ihr kennt das alle, ihr fahrt an eine Tankstelle ran und manchmal stehen da so gigantische LKWs mit riesen Tanks, die dann wiederum die Tanks der Tankstelle befüllen. Das heißt, wenn du anderen Menschen Energie gibst, brauchst du wiederum selbst eine Quelle, aus der du Energie ziehen kannst. Ich denke, das ist zunächst einmal logisch. Und jeder von uns hat diese Quellen, aus denen er Energie und Kraft schöpfen kann. Das kann Sport sein, das können Hobbys sein wie Musik,
Interesse an Kunst, das Lesen, neue Sprachen lernen. Es können aber auch Massagen sein, Kochen, Reisen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir unseren Tank als Angehörige von psychisch Erkrankten wieder auffüllen können. Das Problem ist, dass die meisten Angehörigen von psychisch Erkrankten das nicht durchschauen, sondern sie richten ihren Blick immer nur auf den Erkrankten und sagen, ja, der braucht meine Hilfe, der braucht meine Unterstützung. Also gebe ich. Aber irgendwann bist du selbst leer und die Negativität des Erkrankten droht dich zu verschlingen und dann benötigst du etwas, was diesen Prozess unterbrechen kann. Das heißt, du benötigst eine eigene Energiequelle für dich. Das heißt, richte den Blick, was ich schon 100 Mal gesagt habe und nicht nur in diesem Video, sondern in vielen anderen, richte den Blick nicht nur auf den psychisch Erkrankten, sondern vor allem auf dich, auf deine körperliche und geistige Gesundheit. Und das vergessen die allermeisten. Sie denken, nein, jetzt braucht mein Angehöriger mich. Also muss ich mich jetzt zurücknehmen, ich muss mich selbst vernachlässigen, um für den anderen da zu sein. Und es ist genau andersrum. Wenn es jemand in deinem Umfeld schlecht geht und du diesem helfen willst, dann musst du den Fokus natürlich auch auf den Angehörigen richten, aber noch viel stärker auf dich, als du es sonst tust. Du musst auf dich Acht geben. Du musst schauen, dass du weiterhin Freundschaften pflegst, dass du weiterhin deinen Hobbys nachgehst, weil das sind deine Energielieferanten und das ist die Grundlage dafür, dass du auch weiterhin für deinen psychisch erkrankten Angehörigen da sein kannst. In anderen Worten ausgedrückt, du kannst nur so lange anderen Menschen Energie zur Verfügung stellen, solange du über ausreichend Energie verfügst, beziehungsweise eigene Quellen und Energielieferanten hast, die dir Energie zukommen lassen können. Und das würde ich dir auch als Praxistipp mitgeben. Schreib dir mal auf, welche Dinge dir in deinem Leben gut tun. Und wer sind die Menschen, die dir in deinem Leben Energie geben, die dich zum Lachen bringen? In diesem Sinne hoffe ich natürlich, meine Lieben, dass ich euch mit diesem Beitrag weiterhelfen konnte. Wenn ihr Menschen in eurem Umfeld kennt, denen dieser Beitrag ebenfalls helfen könnte, dann teilt doch diesen Beitrag mit diesen Menschen. Ansonsten vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn es weitere Fragen geben sollte, schreibt sie mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Flipper. Ciao.